Mittwochmorgen, 8:30. Wir haben gestern Abend noch bis 9:30 hier an der Bude gefrickelt und die letzten Installationen gemacht. Jetzt ist alles drin, alles angehängt und das erste Abenteuer für unsere neue Weinbude startet. Es geht ab zum Gear-Tester Festival. Also jetzt gleich ja, gut 2,5 Stunden, 3 Stunden Fahrt für mich. Und dann geht es an den Aufbau und ja, dann werden wir ab morgen schon mal für die Aussteller da sein. Und Freitag und Samstag dann geht es so richtig zur Sache bei der Party. Da freuen wir uns schon riesig drauf. So, Ziel erreicht, Ankunft am Schießplatz in Coesfeld. Das war ein ganz schöner Ritt. Man muss erstmal lernen, dass ich jetzt behandelt werde wie ein LKW und dass ich Umleitungen fahren muss, die für LKWs gelten. Aber gut, habe ich dann rausgefunden. Habe jetzt gut eine Stunde länger gebraucht als gedacht, aber das macht ja alles nichts. Wir sind ja stressfrei losgefahren. Und jetzt geht es erstmal in die Bude. Jetzt gucke ich erstmal, ob hier auch alles gehalten hat, was wir da gestern so festgemacht haben. Ah, das sieht gut aus. Hier haben wir unsere Befestigungen gemacht am Kühlschrank, damit die nicht verrutschen. Schön mit den Spanngurten festgezurrt hier in der Ecke mit so einem Klemmhaken. Fenster sind auch noch alle drin. Hat alles super gehalten. Hier ein bisschen Equipment liegt hier lose, aber das war alles nicht viel. Perfekt. Der Bus hat es auch gut mitgemacht und hier haben wir schon die typische Landschaft für ein Coesfeld, flach und Windräder. Jetzt gehen wir mal runter auf den Schießplatz, der ist da vorne. Dann gehen wir mal gucken, wie es da schon aussieht und ob wir überhaupt schon rein können. So, da wird ja noch fleißig Rindenmulch verteilt hinter mir. Da sieht man es, glaube ich. Deswegen nutze ich jetzt schon mal die Gelegenheit und organisiere den Kühlwagen um. Hier ist natürlich jetzt erstmal alles drin, was wir eigentlich nicht so gerne trinken sonst. Bier, alkoholfreies Bier, Wasser schon, Cola, Gin, Tonic. Ja, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Platz, weil da hinter dem Kühlwagen, da stehen nämlich unsere zwei Paletten mit dem Wein und mit Wilder Rammler und Geiler Keiler. Und die müssen natürlich jetzt gleich direkt hier rein, damit die morgen schon reisen kann. So, das Gröbste für heute ist erledigt. Zelt steht, eine Zapfanlage und Theke. Ist noch nicht angeschlossen, mache ich morgen noch. Bude haben wir direkt neben dran gestellt. Vorne ist die Bühne, gerade auf der Soundcheck. Und hier drin haben wir auch schon mal für morgen jetzt die wichtigsten Rationen reingestellt. Rammler, Keiler, bisschen Bier, Cola. Und natürlich hier ein ganzer schöner Kühlschrank voll Wein. Wunderbar. Ja, jetzt werde ich gleich noch den Bus entladen und noch die restlichen Kleinteile in die Bude legen, damit ich die morgen versorgen kann. Und dann geht es mal in die Wohnung. Mal schauen, wie die so aussieht. Wohnung beziehen, ein bisschen ausruhen, Beine hochlegen und dann geht es morgen früh weiter. Dann haben wir jetzt noch dann die Deichsel abzubauen, damit hier an dem Fenster auch Platz ist. Und ja, ansonsten noch ein paar Kleinigkeiten zu machen, Dekoration natürlich. Aber ich habe ja morgen auch den ganzen Tag Zeit dafür. Und ja, da freuen wir uns schon drauf und das ist schon mal nach der Wohnung. Ja, schick aus hier. Hier haben wir schon mal ein Schlafzimmer. Eine Waschküche. Ein Badezimmer, wow. Nicht schlecht. So, sehr schick eingerichtet hier. Coole Dusche. Da freue ich mich aber gleich schon drauf. Sehr schöne Waschbecken. Tipptopp. Dann gehen wir mal auf die untere Etage. Ah, riecht das da schon an? Da muss es ja auch irgendwie eine Tür wahrscheinlich geben, wenn man in diese Etage reinkommt. Mutig.
schicker Aufenthaltsbereich hier. Hier ist der Esstisch. Kamine werden wir wohl nicht brauchen. Küche wohl schon eher. Wow. Richtig schicke Wohnung. Ich bin gerade echt ein bisschen baff. Perfekt. Hier ist so ein bisschen Putzmittel und sowas. Schöner Schrank auch. So, guck mal, was haben wir hier noch? Hier ist ein zweites Schlafzimmer. Perfekt, wir sind ja auch zu fünf, von daher passt das gut, dass wir zwei getrennte Schlafzimmer haben. Oh, hier ist ja massenhaft Platz genug noch. Da können wir ein bisschen rumräumen, um das andere Bett, was wir mitgebracht haben, aufzuschlagen. Gucken, ob ich jetzt alles entdeckt habe hier. Ich glaube noch nicht. Hier ist noch ein Bad. Mega. Auch nochmal mit separater Dusche. Richtig schön. Richtig schick. Also jetzt gucken wir mal. Und hier, guck mal, wie nett. Hat uns jemand schon Eier von glücklichen Hühnern hinterlassen. Und noch einen Schlummertrunk. Oh, schön kalt. Da freuen wir aber gleich schon drauf. Also, ja. Ihr seht mich glücklich. Perfekt. So könnte es immer sein. Können wir diese Wohnung bitte einfach nach Dortmund umziehen, um auch bei der Messe in so einem schönen Ding schlafen zu können. So, Start in Tag 2. Ich habe ehrlich gesagt nicht so gut geschlafen. Ich hatte vergessen, ein Fenster zuzumachen und habe mich um 16:30 einen Krankenwagen geweckt, der hier nebenan losgefahren ist. Da scheint irgendwo da hinten die Wache zu sein. Und danach konnte ich mich mal einschlafen, wie es eben so ist bei einem Festival, wo man mit in der Verantwortung steht, was zumindest mal die Getränke angeht. Dir gehen 1000 Dinge durch den Kopf, hast du alles, musst du das noch besorgen, was steht heute noch an und so weiter. Und dann bin ich einfach nicht mehr eingepennt, deswegen bin ich jetzt schon seit 16:30 wach. Hat einen Vorteil, ich bin jetzt fit, bin schon fertig angezogen, werde jetzt unterwegs noch gucken. Ich muss noch einen Laden finden, in dem wir Eis für die Cocktails besorgen können. Ich werde jetzt gleich mal hier ein, zwei Läden abklappern, die habe ich mir bei Google schon rausgesucht und ja, danach geht es dann wieder aufs Festivalgelände. Da sind heute noch ein paar handwerkliche Sachen zu erledigen. Der Wasseranschluss ist noch nicht gemacht. Die Deichsel muss noch von der Bude abgenommen werden. Die Zapfanlage mal getestet werden und so weiter. Aber das können wir heute auch entspannt angehen, weil heute sind ja nur ein paar Aussteller da. Die kommen auch erst über den Tag verteilt da an. Die sind gar nicht jetzt ab 8 Uhr heute Morgen da. Und die Getränke, die wir jetzt ausgeben, hauptsächlich, sind auch eher dann ab 11, 12 Uhr nachher interessant. Von daher haben wir jetzt nicht den Riesenstress und können das so locker nebenher machen. Morgen sieht es dann schon anders aus. Morgen geht es dann schon richtig zur Sache. Da kommen dann die ersten offiziellen Gäste und da wird es dann zumindest mal ab Mittag richtig heiß hergehen. Also, schauen wir mal, wie es heute wird. Hoffentlich klappt alles und ja, dann los ins Festival. So, Tag 2 ist schon mal nicht so doll gestartet hier im Backstage. Hatte gestern hier in unserer Versorgungsklappe mit so einem blauen Verlängerungskabel Strom angeschlossen, damit die Kühlschränke natürlich über Nacht gut kühlen. Nur da hinten irgendwo, da steht ein Aggregat, das die einfach ausgestellt haben und keiner hat es gesagt. Also heute Morgen alles warm. Jetzt habe ich mir erstmal Strom woanders hergeholt, Kabeltrommel hier wieder angeschlossen. Jetzt laufen die Kühlschränke Gott sei Dank wieder. Ich kontrolliere es nochmal gerade. Ja, Licht brennt, Kühlung geht. Super. Also, jetzt muss besser. So, ich habe bei dem falsch geparkt. Jetzt ist gerade mal kurz auf dem Gelände. Also Gelegenheit, auf dem Rückweg euch mal zu zeigen, wie der Stand der Dinge jetzt ist. Wir haben Donnerstag Nachmittag, also eigentlich sind wir wirklich fertig. Musik läuft. Da hinten ist hier wieder A-Stand. Vielleicht kommen da ja sogar ein paar Gäste. Auf jeden Fall schon mal gut aufgeschrieben, was wir alles so dabei haben. Hirschschenk auch schon. Ganz gut. So, schnell noch ein bisschen frisches Eis gekauft. Heute sollen ja die ersten Cocktails und die ersten Kornmischen laufen. Kleines Frühstück ist auch dabei. Dach des Festivals. Wir haben jetzt 7:45. Ich habe eben schon im Auto das Eis und das Wechselgeld hier reingebracht. Hier hinter mir, da wird noch hektisch der letzte Rest an den Ständen aufgebaut. Kann man das gar nicht so gut sehen, als hinter den Zelten ist. Ich werde jetzt dafür sorgen, dass wir die Bude fertig machen und aufbauen. Und ja, gut, mit Alkohol sind wir ja eh mal ein bisschen später dran, von daher haben wir noch ein Stündchen Zeit und die anderen sind jetzt gleich auf der Autobahn. Dann bin ich gleich auch nicht mehr alleine. Ich bin nicht mehr alleine. Der Rest ist eingereist. Da sind sie. Hallo. Juli, genau hier.
der Tobi an Zapfanlage. Ein paar Leute sind auch schon da. Aber ist noch ruhig. Kommt gleich noch, oder? Ich bin bereit. Schmeckt eine Gummibärchen. Sehr gut. Und schmeckt? 3 Sekunden Regel. Schmeckt? Was habt ihr da? Wildgesapp-Tschi. Oh. So, Samstagmorgen. Habt ihr alle Lust? Ja. Wie sieht's bei dir aus? Wunderbar. 2 Stunden mit Schlaf. Frauen haben ja einen Vorteil. Die können sich schminken, sieht man nicht mehr, wie müde man ist, ne? Ja. So, hier sieht's aber auch echt schon gut aus. Ihr Tester-Team hat hier auch die Tische schon aufgeräumt und so weiter. Wir haben jetzt den Tobi, der fehlt ja auf dem Video, nochmal nach rechts geschickt. Er muss noch Wein holen, Ramle und Keile, weil das wahrscheinlich für heute Abend für die Party bei gutem Wetter auf keinen Fall reichen wird. Und ja, gleich kommt der Getränkehändler noch vorbei, hoffentlich. Und dann bringt uns noch weiteres Bier und andere Sachen. Und dann kann es wieder losgehen. Und wie war der erste Tag gestern? Gut war's. Viel verkauft. Gleich Nachlieferung. Umgefallen. Die fallen alle um, aber sehr gut. Der läuft weiter weg. Ihr müsst gleich nochmal schauen wegen Sound. Ne? Aber eigentlich bin ich sogar mehr schon, weil du hast ja jetzt schon länger verändert. Schön. Wie hat das gemacht? Jetzt kannst du das Ding hier anmachen. Geht's schon wieder los? So, jetzt an. So, genau. Kopf weiter nach vorne an der Wange. Ja? Richtig. So,
Jetzt schießt du, wenn du bereit bist. Ja, so. Ja? Viel besser. Na, acht. Gut. Was? Schlecht, ich habe keine einzige getroffen. Ne? Nee. Ich konnte nichts erkennen, die Sonne hat so geblendet. Keine einzige. Ich weiß auch nicht warum, ja, es war ziemlich hell. Ich hätte vielleicht besser eine Brille angezogen, aber vielleicht kann ich es einfach nicht. Und schon läuft der Hahn wieder. Ja. Haben wir noch Keiler auf Bein, haben wir jetzt schon wieder. Da fehlt noch Tobi. Ja. Er war gerade noch mal im Ahrtal. Jetzt macht man noch einen Getränkehändler, der muss jetzt auch langsam mal kommen. Die Cola wird knapp. Hallo. Kommt Bier nach Schuh. Ob es reicht, ist noch unklar. So, letzter Morgen, der Bus wird beladen, Wohnung ausgeräumt, alle sind noch ein bisschen müde, aber Wetter ist gut, gleich geht's wieder, oder? Ja, ein bisschen zerstört sind wir noch, aber ja, geht. Aber es geht, dafür der drei, jetzt schon dritter Festivaltag ist, finde ich, geht's eigentlich noch ganz gut. So, letzter Tag, Freunde.
Wie hoch ist das Motivationslevel? Ja, hier. Kriegen wir jetzt auch noch hin. Kaffee- und Cola-Tag heute. Ja. Hier. Boah, hat das gestern geschüttet. Das war echt krass, ne? Da ging wirklich gar nichts mehr. Und da war ja wahrscheinlich der See noch doppelt so groß. Riesen Bereich, ne? Kann man gar nicht sehen von da hinten. Gut, dass wir am Sonntag hier auch eine kleine Runde drehen. Guten Morgen. Morgen, ja. Ich muss gleich zum Kochen. Juli? Ja, ist das noch. Ja, los, schieß mal. Ja, ist doch egal, ob es wackelt. Dann wackel dich rein. Wenn du denkst, du bist in der Mitte, drückst du ab. Versenkt. Richtig, wie das Ding wegflitscht, ne? Verrückt. Schon gut, die Dinge. Ja, aber ich wollte jetzt auch nicht die. Die anderen sind. Da hinten sind sie. Wir auf unserem Überwachungsposten. So, letzter Messetag oder Festivaltag. Wir sind mal gerade hier ins Dachzelt vom Suzuki Jimny neben der Bühne geklettert. Da hinten sind die anderen, hinten an der Bude. Und wir legen uns mal gerade hier rein. Aber wie war's? Ja, ich brauche jetzt erstmal Mittagsschläfen. Wir hatten ja am Wochenende insgesamt, glaube ich, 4 Stunden Schlaf. Ja, fünf. Vielleicht 5, aber viel mehr war es nicht. Na, das war schon ziemlich anstrengend jetzt. Die harteste Aufgabe noch, glaube ich, jetzt gleich, weil es wahrscheinlich nicht ganz so voll werden wird wie bei der Party natürlich gestern. Jetzt hier nicht komplett müde zu werden, weil wir heute Abend ja dann nochmal richtig ochsen müssen. Alles wieder einklappen, alles einpacken und wegfahren, ne? Ja, aber es war ein richtig cooles Festival. Ja. Also es lohnt sich hier vorbeizukommen. Es waren super viele Jäger, Jägerinnen da, viel geschossen, abends viel getrunken, coole Party. Julia hat ihren ersten laufenden Keiler geschossen. Ja. Bisschen was mit dem Wärmebild gemacht, bisschen was trainiert. Bisschen was ausprobiert. Ganz viele nette Leute haben wir wieder getroffen. Also es war echt rundum tolles Festival. Auch unser Team, vielen lieben Dank, dass ihr uns so super geholfen habt. Ihr seid ja da hinten und könnt es nicht hören, aber seht es dann vielleicht später. Ohne euch hätten wir das auf gar keinen Fall schaffen können. Also das hat super geklappt. Und ja, jetzt genießen wir den letzten Tag noch. Ja. Bevor es dann nach Hause geht und dann ja, geht es zu Hause weiter mit was? Ja, wir müssen morgen erstmal diese Bude sauber machen. Also die hat jetzt schon die Bewährungsprobe bestanden, aber die ist natürlich voller Matsch und Schlamm. Gestern hat es ja geschüttet hier in Heimat. Ja, die neue Bude muss jetzt erstmal gewinnen.
fleißig getauft und eingeweiht worden mit aller Möglichkeiten an Flüssigkeiten. Ja, genau. Und dann machen wir die sauber und dann geht es eigentlich ab zunächst dann weiter mit dem Weintreff im Knabüs. Dann kommt auch schon das Winzerfest in Rech, dann kommt der Weinherbst mit der Bude und zwischendurch müssen wir noch ein paar Trauben ernten und so. Also demnächst ist ordentlich was zu tun. Ja, gibt was zu tun. Ja, macht's gut und wenn ihr weiter viel von uns wissen wollt, dann lasst einen Daumen hoch da, macht ein Abo und dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand über unsere lustigen Aktivitäten. Ja. Ladungssicherung fertig. Was sagst du, Tobi hält das? Das ist für unser Problem. Sehr geil. So ist er aber auch angekommen. Perfekt. Klappe zu.